Na, freie Software ist zumindest nach der Definition der Free Software Foundation Software, die dir vier Freiheiten gibt. Und diese vier Freiheiten heißen, dass du diese Software verwenden kannst, wofür du möchtest, dass du sie studieren kannst und lernen kannst, wie sie funktioniert, dass du sie verändern kannst unter denselben Rahmenbedingungen und dass du sie auch an andere weitergeben kannst. Von der Sache her geht es in beiden Fällen um dasselbe. Es geht um einen Unterschied im Branding. Also es gibt ja freie Software und Open Source. Für mich geht es gar nicht so darum, jetzt Unterschiede zu definieren, sondern eher um die Praxis. Und die Praxis von Open Source ist doch, dass ich ein Tool habe. Wir haben hier Werkzeuge und diese Werkzeuge können wir einsetzen, so wie wir wollen. In verschiedenen Kontexten, privat, zu Hause als Hobby oder in einer Firma. Und das machen auch ganz viele Firmen natürlich. Wir kennen Google, wir kennen Facebook, Twitter. Im Prinzip setzen die größten Konzerne der Welt mittlerweile alle Open Source ein. Sie bauen das auf verschiedene Art und Weise zusammen, machen da Ergänzungen. Dafür haben sie natürlich Entwickler angestellt und dann nutzen sie es und es kommen die Tools heraus, die wir kennen. Open Source ist im Prinzip wie eine Schere beim Friseur. Jeder hat eine Schere zu Hause. Trotzdem fragt man sich, lasse ich mich jetzt darauf ein, dass meine Mutter vielleicht die Haare schneidet oder gehe ich zum Friseur? Und da gibt es bessere Friseure und andere Friseure. Und es gibt auch Friseure für Stars, die sehr viel Geld verdienen. Im Prinzip ist das Werkzeug immer das gleiche, ist eine Schere. Und so kann man das vielleicht auch bei Open Source sehen. Dadurch, dass man eben dieses Vier-Augen-Prinzip hat, dass man auch die Öffentlichkeit hat bei Open-Source-Entwicklung, was durch die Lizenzen sichergestellt wird, hat man auch im Schnitt erhöhte Sicherheit. Das gilt nicht für jedes Produkt, das hängt sehr stark auch von der Community ab, von der Agilität der Community, von der Größe der Community und auch der Menschen, die daran beteiligt sind. Aber das ist ein Vorteil, den man schon auch erkennen kann. Qualität und Sicherheit sind ein wesentlicher Grund, warum es dann auch Experten bedarf, weil Qualität nur durch entsprechende Prozesse sichergestellt werden kann, also durch Entwicklungsprozesse, Vier-Augen-Prinzipien bei der Softwareentwicklung. Und das ist etwas, was in der Open-Source-Community zum einen inhärent passiert, dadurch, dass es offen ist, gucken das viele Leute an, aber die Anpassungsentwicklung, die für einzelne Firmen gemacht werden, die müssen natürlich demselben Prozess unterworfen werden. Wenn jemand überhaupt keine Ahnung von freier Software hat und man berichtet darüber, dann ist die Reaktion immer, ja, aber damit kann man ja kein Geld verdienen und das passt überhaupt nicht in die Geschäftswelt, das ist eine ganz andere Sphäre. Tatsächlich passen die beiden Modelle aber ganz wunderbar zusammen. In einigen Bereichen ist Software halt erklärungsbedürftig, komplex, also der Einsatz von Software komplex und dann spielt es im Grunde genommen keine Rolle, ob es Open Source oder proprietäre Software ist. Und dann bedarf es ein entsprechenden Know-how, die Software für den Anwendungszweck des Unternehmens passend auszurollen. Dann ist es nicht damit getan, dass man die Software einfach runterlädt und installiert, sondern dann geht es um so Dinge wie Anwenderschulung, um Betrieb der Software, um Weiterentwicklung. Und das sind halt Dinge, für die es Know-how bedarf und auch Prozesse bedarf am Ende, die das sicherstellen, dass das funktioniert. Die Idee von Open Source beschränkt sich ja nicht nur auf Software. Es gibt noch andere Bereiche. Es gibt Inhalte, Open Content, freies Wissen, wie bei Wikipedia. Es gibt freies Design und natürlich freie Hardware. Offene Hardware, also wo man reinschauen kann und die Hardware untersuchen kann. Man kann die Hardware auch nachbauen, hat verschiedene Möglichkeiten, dort Sachen weiterzuentwickeln. Ich denke, da stehen wir noch ganz am Anfang. Aber wir können da Schritt für Schritt gehen. Wir haben gesehen, dass diese Möglichkeiten schon bei der Open Source Software funktionieren. Und warum sollen sie nicht auch in anderen Bereichen funktionieren, wie bei Hardware?